Den ganzen Mai über geben wir Impulse zur Bürgergesellschaft. Österreichs Topphilosoph Konrad Paul Liessmann hat dazu viel zu sagen. So viel sogar, dass er gleich zwei Beiträge beisteuert. Heute spricht er über Verantwortung und Eigenverantwortung. Er philosophiert über die Bedeutung dieser zentralen Begriffe und darüber, wie Verantwortung und Eigenverantwortung in einer Bürgergesellschaft gelebt werden können und sollen. Ich denke, Verantwortung und Eigenverantwortung beschreiben schon zwei unterschiedliche Konzepte oder Dimensionen. Verantwortung kann bedeuten, für mich Verantwortung übernehmen. Verantwortung kann aber auch bedeuten, für jemanden anderen Verantwortung zu übernehmen. Und als Menschen müssen wir immer beide Aspekte oder beide Formen von Verantwortung berücksichtigen. Natürlich haben wir Verantwortung für unser Leben, wie wir es gestalten, was ich machen kann, die Dinge, die ich sozusagen aus freien Stücken tue, die werden auch mir als Verantwortlichem zugerechnet. Auf der anderen Seite sind wir alle in sozialen Beziehungen, wo wir freiwillig oder zum Teil vielleicht sogar auch ganz unfreiwillig uns in der Lage sehen, Verantwortung für andere übernehmen zu müssen. Etwa Eltern, die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen, Pädagogen, die natürlich eine bestimmte Verantwortung ihren Schülern gegenüber haben, Piloten, die Verantwortung gegenüber den Passagieren eines Flugzeugs gegenüber haben. Das heißt also, wir stehen immer in diesem Spannungsfeld. Das Zweite ist, was heißt es eigentlich, Verantwortung zu übernehmen? Ich halte ja sehr viel davon, bei diesem Begriff einfach auf das Wort zu hören. In der Verantwortung steckt die Antwort. Verantwortung übernehme ich genau dann, wenn ich in der Lage bin oder in der Lage sein muss, jemandem anderen gegenüber Rede und Antwort zu stehen. Das zentrale Wort in der Verantwortung, oder das zentrale Wortteil in der Verantwortung ist für mich die Antwort. Das heißt, Rechenschaft ablegen können. Worüber kann ich Rechenschaft ablegen? Natürlich in erster Linie für das, wofür ich selbst zurechnen, die Dinge, die ich mir selbst zurechnen kann, die ich nicht unbedingt im Auftrag eines anderen oder gar gezwungen mache. Und das schöne Problem bei der Eigenverantwortung besteht eben genau darin, was ist tatsächlich mir selbst zuzurechnen. Wenn ich die Dinge, die ich tue, die Dinge, die ich mache, die Dinge, die ich denke, die Dinge, die ich fühle, mir selbst zurechnen kann, dann muss ich auch dafür einstehen. Die Frage ist natürlich, wem muss ich überhaupt Antwort geben? Das heißt, immer wenn ich über die Verantwortung diskutiere, stellt sich die Frage, wer ist wem gegenüber verantwortlich? Dem Partner, einer Behörde, den Eltern, einer Instanz, der Kirche, wem gegenüber bin ich verantwortlich? Für einen gläubigen Menschen ist man vielleicht in letzter Instanz nur Gott gegenüber verantwortlich. Für einen nichtgläubigen Menschen ist man in letzter Instanz vielleicht nur sich selber gegenüber verantwortlich. Dann kann ich sagen, was immer du oder jemand anderer über meine Handlungen oder meine Taten oder meine Gedanken denkt, interessiert mich nicht. Das muss ich vor mir selbst verantworten. Damit muss ich selber fertig werden. Sobald es allerdings Menschen oder Instanzen gibt, die die Macht haben, mich zur Rechenschaft zu ziehen für das, was ich getan habe, muss ich denen Rede und Antwort stehen und muss ich für das, was ich selbst getan habe, auch in dem Sinne verantwortlich sein, als ich bereit bin, die Konsequenzen meines Handelns auf mich zu nehmen. Denn das Entscheidende des Handelns besteht ja genau darin, dass es immer Folgen haben wird. Wäre all unser Handeln, all unser Denken folgenlos, stellte sich das Problem der Verantwortung nicht. Und jetzt ist Eigenverantwortung natürlich auch deshalb ein Problem, denn das eine ist es zu sagen, ich habe das gern gemacht, das andere ist es zu sagen und ich trage auch dafür die Konsequenzen. Denn das kann mühsam sein, das kann ins Geld gehen, das kann emotional belastend sein, das kann physisch belastend sein,
wenn mir jemand die Konsequenzen meines Handelns auch handgreiflich imstande ist vorzurechnen. Deshalb haben wir so ein bisschen die Tendenz als Menschen auf der einen Seite zu sagen, ja, ich will eigenverantwortlich handeln, ich will das tun, was ich tun will, und auf der anderen Seite zu sagen, aber die Konsequenzen möchte ich doch lieber nicht übernehmen. Aber in letzter Instanz kann ich nur dann Konsequenzen nicht übernehmen, wenn ich nachweisen kann, ich habe das gar nicht aus freien Stücken getan, was ich getan habe. Und deshalb sind wir, und das ist paradox, gerade in einer modernen, offenen, frei gestalteten Gesellschaft permanent auf der Suche nach Instanzen, die mir und den anderen klar machen, ich konnte eigentlich nichts dafür, für das, was ich getan habe. Dann bin ich entweder milieubedingt dazu gezwungen worden, so und nicht anders zu handeln, oder meine Gene haben mich nicht anders handeln lassen, oder ich stand unter Drogen- oder Alkoholeinfluss und war nicht Herr meiner Sinne, oder insgesamt hat mich die Gesellschaft in eine Lage gebracht, die mir keinen anderen Ausweg gelassen haben, als diesen oder jenen unliebsamen Akt zu setzen, für den ich natürlich keine Verantwortung übernehmen kann. Das heißt, wir haben bei der Eigenverantwortung, denke ich, doch das Problem, dass wir auf der einen Seite als freie Menschen für unser Handeln Verantwortung übernehmen können und Verantwortung übernehmen müssen. Und das heißt also auch alle Konsequenzen zu tragen haben. Und dass wir auf der anderen Seite diese Konsequenzen nicht tragen wollen und gerne anderen Instanzen diese Verantwortung zuschieben. Ich denke, dieses Verhältnis von Eigenverantwortung auf der einen Seite und denjenigen Regeln, die für alle gelten sollen, die mir also mein Verhalten gleichsam vorschreiben, dieses Verhältnis ist immer sozusagen auszuhandeln. Es ist selbst ein Resultat einer bestimmten Vorstellung, wie eine Gesellschaft funktionieren soll, wie das Zusammenleben von Menschen funktionieren soll. Natürlich kann man etwa auch bei so heiklen Fragen wie Sicherheit der Auffassung sein, jeder soll für sich selber sorgen. Jeder soll einen Teil seines Einkommens in Sicherheitseinrichtungen, in Waffen, in Selbstschussanlagen, was auch immer, in Bunker investieren und ist dafür verantwortlich. Und wer lieber auf Urlaub fährt, anstatt sich Pumpguns zuzulegen, kann dann vielleicht ein Problem haben. Das ist nicht unsere Vorstellung. Das scheint uns gerade im Bereich der Sicherheit nicht zielführend, weil es die Unsicherheit erhöhen würde. Das heißt, das Paradox bei der Sicherheit, das war ja der große Gedanke von Thomas Hobbes in seiner Staatstheorie, das Paradox der Sicherheit besteht gerade darin, wenn ich in der Sicherheit Eigenverantwortung zulasse oder gar einfordere, steuere ich dann letztlich auf den Krieg aller gegen alle zu. Gerade wenn ich hier meine, und das bedeutet vermehrte Unsicherheit für alle, gerade wenn ich hier sozusagen Sicherheit als ein Recht auch für mich beanspruche, eine bestimmte Form unversehrt leben zu können und gerade frei leben zu können, bedeutet das, solche Angelegenheiten delegieren zu müssen an eine Konstruktion, an eine Instanz, die dafür sorgt, dass die Sicherheit insoweit gewährleistet ist, dass alle die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Ich denke deshalb, dass gerade das Gewaltmonopol des Staates ein wunderbares Beispiel ist, um dieses Spannungsverhältnis zwischen individueller Freiheit und Verantwortlichkeit und kollektiven Rahmenbedingungen, die überhaupt erst so etwas wie freie Entfaltung ermöglichen, zu illustrieren und darzustellen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wie sehr soll die Gemeinschaft, und der Staat ist ja für mich jetzt nur das Sinnbild, ist die organisierte Ausdrucksform dieser Gemeinschaft, wie sehr soll eine Gemeinschaft sozusagen Verantwortung für den Einzelnen insoweit übernehmen, als sie sich aus mehr oder weniger guten Gründen das Recht herausnimmt, die Verhaltensweisen des Einzelnen
mitzubestimmen oder ganz zu bestimmen. Es gibt sicher verschiedene Bereiche, wo das uns sinnvoll erscheint. Das wäre etwa der Bereich der Sicherheit, das wäre im bestimmten, momentan brennend aktuell, der Bereich der Gesundheit. Beim Bereich der Bildung etwa könnte man schon darüber diskutieren. Ist es sozusagen die Aufgabe der Gemeinschaft, dafür zu sorgen, dass alle Kinder, alle Jugendlichen mit ausreichenden Bildungsangeboten versorgt werden? Oder gehört das nicht auch zumindest bis zu einem gewissen Grad in die Eigenverantwortung sowohl der Eltern als auch der Kinder und der Jugendliche? Sind Bildungsfragen nur eine Sache des Angebots oder sind Bildungsfragen auch eine Sache, was will ich? Was hole ich mir? Was bin ich bereit für eine Bildung, eine Ausbildung, den Erwerb von Wissen, die Schulung von Fähigkeiten, was bin ich bereit dafür auch zu investieren? Das heißt also, das wäre zum Beispiel ein spannendes Feld, wo man überlegen könnte, ob nicht hier die Eigenverantwortung zugunsten einer gemeinschaftlichen Verantwortung etwas zu kurz kommt mittlerweile. Oder denken wir an das, interessanterweise vor allem auch bei konservativen Parteien, beliebte Modell des Nudging. Das heißt, der Staat, die Gemeinschaft weiß, was für den Menschen eigentlich gut ist. Er will sie dazu nicht zwingen, aber er will sie sanft durch Hinweise, durch Anreize, durch Vorschriften dazu bringen, anstoßen, das wäre die wörtliche Übersetzung von to nudge, er will sie anstoßen, ein bisschen schubsen, in die richtige Richtung zu gehen. Das Richtige zu essen, das richtige Mobilitätsverhalten an den Tag zu legen, das Richtige zu denken. Hier werde ich selber sehr, sehr skeptisch. Ich bin überzeugt, dass es Güter gibt, die gemeinschaftlich verwaltet werden sollen. Da gehört für mich bis zu einem gewissen Grad das Gesundheitswesen dazu, da gehört das Sicherheitswesen dazu. Da gehört in abgestufter Art und Weise, gehören da Angebote im Bereich der Bildung, im Bereich der Mobilität dazu. Aber es gehören nicht Dinge dazu, die tatsächlich das individuelle Leben des Einzelnen bestimmen. Und sozusagen, da würde ich bestimmte Eingriffe in Verhaltensweisen, in Lebensformen, in Denkweisen, in Sprachweisen, würde ich ehrlich gesagt hier zurückweisen und sagen, wie ich spreche, ob ich zum Beispiel in meinen schriftlichen Äußerungen oder mündlichen Äußerungen gendere oder das generische Maskulinum verwende, das möchte bitte ich entscheiden. Wenn jemand das kritisiert, hat er das gute Recht, das zu kritisieren und vielleicht mich mit Argumenten zu überzeugen, eine andere Sprechweise zu wählen. Aber ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vom Staat, ich möchte mir auch nicht von einer Behörde vorschreiben lassen, ob ich jetzt ein Binnen-I oder einen Gender-Sternhein verwenden muss, wenn das nicht meiner Überzeugung und meiner individuellen Art und Weise, Sprache zu verwenden, entspricht. Auf der anderen Seite muss man sagen, immer wenn man solche Ansprüche stellt, selbst in bestimmten Bereichen entscheiden zu können, dann muss man auch natürlich ehrlicherweise sagen, dann übernehme ich auch die Verantwortung insoweit auf mich, dass ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen. Wer sich in seinem Genussverhalten vom Staat nichts vorschreiben lassen will und selbstverständlich das Recht hat, weiter zu rauchen, darf sich dann nicht darüber beklagen, dass der Staat ihn nicht davor geschützt hat, Lungenkrebs zu bekommen. Das eine geht nicht, wenn ich das andere nicht auch bereit bin, in Kauf zu nehmen. Das heißt, ein gutes Maß oder ein guter Indikator dafür, wie sehr bin ich bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen, liegt immer darin, sich zu überlegen, und wenn das, was ich tue, schief geht, ja, und es negative Konsequenzen hat, bin ich auch bereit, diese Konsequenzen auf mich zu nehmen und nicht dann nach Hilfe des Staates und der Gemeinschaft zu rufen.